In diesem Video geht es um die Top-Checked-Schiebetüren. Ich befinde mich wieder im Katalog und hier haben wir halt eine extra Kategorie Schiebetüren. Diese klicke ich an und wähle halt die Top-Checked-Schiebetüren aus. Ja, die Top-Checked-Schiebetüren kann man halt, wie wir sehen, unter Dachschrägen als Raumteiler oder ähnliches verplanen. Als erstes, wenn ich die Masken durchgehe, geht es halt los. Der Anlagentyp wird ausgewählt von einer Tür bis zu 5 Türen und hier können Sie auswählen, halt welche Tür wo geführt werden sollte, auf welcher Schiene. Die Türbreiten bezieht sich wieder von links nach rechts. 1:1:1 bei den drei Türen ist halt alles gleich groß. Ich kann hier wieder mit Aufteilungen arbeiten, dass ich halt sage 1:1:2 oder halt Millimetereingaben machen. Da halt wichtig, Millimeter einzugeben. Die Planungshöhe wird angegeben, das lichte Maß, was wir jetzt sehen, von 2500. Die Breite der Schiebetüranlage ist jetzt hier 3000. Dann wähle ich hier die Materialien, die Füllungen der einzelnen Türen aus. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die Profile jetzt hier unten, ob ich halt Modena, Classico, Puristico oder komplette Vollholztüren verplanen möchte. Welches Deckenprofil gewünscht ist, ob es ein Unterbau oder ein Einbau sein soll. Bildlich wird das dann nochmal dargestellt. Das Bodenprofil bei Teppich, Fliesen, Laminat und Parkett halt aufgelegt oder eingelassen. Die Höhenteilung, eine 1, da komme ich gleich nochmal in dem Video drauf zurück. Dann können Sie hier noch anklicken, ob Sie einen Selbstanzug wünschen. Endkappen, wenn die Schienen halt, wenn die Tür nicht vor einer Wand läuft. Endstopper oder Stopper zwischen den Türen, wenn die auf einer Führung laufen. Ich übernehme jetzt diese Schiebetür mit dem grünen Haken. Und dann sehen wir jetzt meine Top-Checked-Schiebetür. Diese können Sie halt auch ganz normal wie alle anderen Möbel bei uns auch über Rechtsklick-Animation animieren. Und dann fährt diese Tür halt einmal auf. Und jetzt ja, schließe ich diese Tür wieder. Oben über die Bauteilebene, wenn ich den Bohrer wieder rot markiere, dann habe ich die Möglichkeit, auf die einzelnen Türen zugreifen zu können. Und wenn ich jetzt auf die Tür 3 gehe, mit dem Rechtsklick Eigenschaften mit der Bauteilebene, sehen wir einmal, ich kann das Material der Tür auswählen und oben diese Sprossenaufteilung, da steht eine 1, eine Füllung halt. Hier wieder wie bei unserer Software überall. Bei Türen ist es jetzt von unten nach oben bei den Sprossen gerechnet. Ich könnte jetzt hier wieder eingeben 1:450 mm/1 oder ich mache es halt in Aufteilungen, indem ich vielleicht sage 2:1:2. Jetzt sehen wir schon, von unten nach oben fragt er ab die Materialien der jeweiligen Füllungen. Ich gehe jetzt in die mittlere Füllung und hier haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel nach RAL das Ganze in Mattlack lackieren zu lassen. Sie können halt glastransparent wählen, Lacobell glänzende Fronten wählen, halbtransparent, Spanplatten oder ähnliches. Ich nehme jetzt mal ein Klarglas und übernehme diese Eingabe hier auch nochmal mit dem grünen Haken und dann sehen wir halt meine Füllung, zwei Teile, ein Teil, zwei Teile und in der Mitte habe ich halt diese Glasfüllung. Die Schiebetüren werden fertig zusammengebaut geliefert von uns mit auf den Möbelpaletten. Die Schienen sind auch lackierbar, also die kann man lackieren. Diese Schiebetür kann man halt als Raumteiler begehbarer Kleiderschrank oder ähnliches benutzen, aber auch unter Dachschrägen können Sie die verplanen, wenn ich mit dem Menü Rechtsklick schieben grafisch halt mir diese Schiebetür jetzt nehme und fahre unter die Dachschräge, dann sehen wir oben links, dass die Tür sich abschrägt. Ja, dieser gerade Steg oben muss halt entweder mehr als 200 sein, dass sie geführt wird oder ich schräge sie ganz ab. Und hier ist es jetzt so in unserer Software, das wird automatisch generiert. Diese linke Schiebetür, damit die natürlich nicht rausfällt, wird ein Distanzarm mitgeliefert. Der ist halt in der Stückliste auch mit dabei. Der wird auf dieser Schiebetür von hinten befestigt und hinter der Schiebetür muss dementsprechend jetzt die richtige Konstruktion des Möbels sein. Das heißt, Sie bräuchten da einen festen Boden, wo ein Führungsprofil drankommt, wo dieser Distanzarm eingehangen wird, damit diese Tür so bewegt werden kann. Also kann man die auch unter Dachschrägen verplanen. Bei uns auf der Download-Seite unter Printmaterialien finden Sie noch ein ausführliches PDF zu den Top-Checked-Schiebetüren.